jetzt? Wir begrüßen alle jungen Freunde, die sich heute X-Large anschauen. Wir sind in Salzburg, das hat einen speziellen Grund, ihr werdet ihn gleich erfahren. Irgendwo müssen doch hier eigentlich auch zwei hoffnungsvolle Jungmoderatoren herumschwirren. So ist es. Und diese begrüßen euch natürlich auch auf das allerherzlichste zur heutigen Ausgabe des X-Large Magazins. Diesmal in ziemlich ungewöhnlicher, aber dafür umso prominenterer Besetzung. Denn dass Falco hier bei uns ist, das hat natürlich seinen Grund. Richtig, wir begleiten Falco nämlich auf einem kompletten Tourneetag. Was es außerdem noch in X-Large zu sehen gibt, das jetzt hier im Überblick. Rocketman, das Comeback der menschlichen Kanonenkugel. Suede, Senkrechtstart in England und in aller Munde. Vespas. Vespas, Parkas und die Musik von The Who, die neue Mod-Generation und ihre Vorfahren. Auch nicht tot zu kriegen, Terence Trent D'Arby und seine neue Platte und außerdem Videos von Betty Boo, Eros Ramazzotti, Dada, R.E.M. Und jetzt zu Beginn gleich Positive Gang. Drei Engländern, die im sonnigen Italien ganz plötzlich entschlossen haben, eine Platte aufzunehmen. Das war es allerdings noch nicht so ganz. Richtig, denn erst unter den erfahrenen Händen eines Londoner DJs wurde ihre Maxi-Single Sweet Freedom chartreif gemixt. Positive Gang und Sweet Freedom. Falco auf Tour! Salzburg, die Mozartstadt, und das ist das Hotel, in dem Falco wohnt. Und das ist die Tür, durch die Falco geht. Seine das. Rezeption hier. Seine Rezeptionistin, grüß Gott, und das ist der Boden, auf dem Falco geht. Küss den Boden, küss den Boden, küss den Boden. Und hier der Lift, in dem Falco fährt, der Lift ist nicht da. Und hier die Treppen. Die Treppen hinauf, die Treppen, diese Treppen, hier geht Falco auf diese Treppen. Schauen wir schon. Das ist der Stock, in dem Falco wohnt. Und auch auf diesem Boden geht Falco, und hinter dieser Tür ist niemand. Und das ist der Lift. Hier. Und das ist die Tür. Hinter dieser Tür schläft Falco 205. Diese Nummer muss man sich merken. Neue Stadt, neues Glück heute in Salzburg, der Festspielstadt. Man kann es leicht erkennen am zahlreich erschienen festlich gekleideten Publikum. Salva Minore! Salva Minore! Nein, 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 es geht. Nein, es sind ein paar freundliche Herren von dieser weltbekannten ORF-Serie X-Large da. Ja. Es ist vielmehr so, dass unter den ehernen kleinen Gewissheiten, auf die sie im Alltagsleben vertrauen, sich in ihnen allmählich angehäuft durch Widerrufe und freudige Überraschungen, durch Verblendungen, Vergeltungen und grausame Ernüchterungen eine Art philosophischer Relativismus gebildet hat. Demzufolge es gilt, dem Irrtum eine existenzielle Bandbreite zuzubilligen. So, da, Liesl. Wiederschauen. Bin sehr gefreut. Danke. Grazie. Wiederschauen. Grüß euch. Francesco, gut geschlafen? Wunderbar. Ja, Herr Franz, wenn man seit so vielen Jahren nicht auf Tournee war, dann muss man sich halt mit den Städten wieder ein bisschen vertraut machen. Aber wenn man sie wissen, ja, es geht ja im Prinzip nur darum zu beweisen, dass man gut drauf ist. Ne? Selbst wenn man das Fernsehen überall mit dabei hat. Nach der Absage der letzten Falco-Tour vor zwei Jahren überraschte Hans Hölzl sein Publikum nun mit der Nachtflug-Club-Tour, die ihn vorwiegend durch kleine Hallen in Österreich führt. Sarah Jan war da zu Lebzeiten. Die Tournee soll keine Promotion für die Platte sein. Die Platte ist bei uns hervorragend gelaufen. Die braucht keine Promotion, die ist verkauft. Ich wollte eine Tournee spielen mit schlechtesten Vorzeichen, um einmal zu sehen, wo ich stehe. Ich wollte also ohne Hit kommen und in eine Zeit hinein, die vielleicht gar nicht so günstig ist. Ich denke, dass mir das anerkannt werden wird, von den Fans auf jeden Fall. Und ja, da stehe ich und es läuft sehr gut. Ich bin äußerst zufrieden. Ich bin vor allen Dingen damit zufrieden, dass ich besser drauf bin denn je zuvor. Und das ist immerhin etwas. Auch die bösen Zungen müssen anerkennen, dass ich nicht davor zurückschrecke, auch unter widrigsten Umständen meinen Weg zu gehen. Und wenn es mein Beruf sein sollte und meine Berufung sein sollte, eine vielleicht schmale Alternative darzustellen zu dem sich androhenden, jungen, etablierten Unterhaltungsgeschäft in Österreich, dann werde ich sie annehmen. Und ich werde mich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Den Anschluss haben wir noch nie braucht. Vor allem einen bestimmten haben wir nie braucht. Und infolgedessen interessiert mich das auch nicht. Ich glaube, dass ich mich etabliert habe in den 80ern. Und es wäre das Blödeste, zu versuchen, irgendetwas zu verändern. Es gibt nichts zu verändern. Betty Boo.
So meldete sich die englische Hitparadenmaus nach ihrem Debütalbum Boomania zurück. Diesmal mit. Das war ein X-Lounge-Magazin, bei dem wir Falco den ganzen Tag in Salzburg begleitet haben. Höchste Zeit für den Meister, die letzten Vorbereitungen zu treffen und für uns die Bühne zu räumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Ich kann 100.000 Jörg am Hit haben und werde ein Promotion-Objekt sein und ein Objekt der Begierde. Das ist hin und wieder ein bisschen lästig, aber im Großen und Ganzen doch ein Teil des Spieles und das Spiel ist zu akzeptieren. Es ist so zu nehmen, wie es ist. Das ganze 93er ist voll mit Konzerten. Wir spielen 60 Gigs bis Russland rüber. Und ich bin wieder on the road und habe wirklich, ich sag's noch einmal, eine Lebensfreude, von der man als Musiker, als Künstler, von der ich mir eigentlich schon lange gedacht habe, dass ich sie verloren hätte. Und hier bin ich und hier stehe ich und hier gehe. Der Falke im kleineren Gehege. Vor ca. 500 eingefleischten Fans gibt Falco hauptsächlich die guten alten Hits vergangener Tage zum Besten und auch die ein oder andere aktuelle Nummer. Alle gleich, nur unser Kaiser, der war gleicher, selbst als Leicher, sagt der Kaiser oder Führer. Na, alles Kriegsverlierer, der dachte, ich stille seine Orden, dann wird mir manches Gierer. Zwischen Reichsstandarte und Schönbrunner Flieger, da wird der Kronprinz mir nach Lieber. Der hat zwar nie sein Reich besessen, dafür er unzerfangene Fressen, das blieb auch so in jedem Fall.